Hey Leute und willkommen zurück zu The Minish Cap. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen Sidequesting betrieben. Jetzt werden wir hier und heute weitermachen. Und zwar werden wir weiter die richtige Storyline behandeln. Und das heißt, wir werden auch erstmal mit Ezio reden, weil ich für mich gerade auch nicht wirklich viel Plan habe. Ich glaube, wir sollten zu irgendeiner Quelle oder so. Oje, den verstorbenen König zu treffen? Es war bestimmt keine böse Absicht, aber er wirkte so wenig lebendig. König Gustav erwähnte so etwas wie eine Wasserquelle. Welcher Ort kann er mit dem Buch gemeint haben? Ich glaube, ich hatte diesen Dialog mit Esselte schon mal. Naja. Ist ja egal. Und hier war ich sicherlich schon drin. Ich würde mich jetzt wundern, wenn ich. Ho, alle siegt hier. Improved Skills. Okay, ach, hier waren wir sicherlich auch schon mal. Ich mach's trotzdem kaputt. Nee, ich glaube, hier hatten wir sogar den Partner aufgehört. Ja, hier hatten wir den Partner aufgehört und hier geht's jetzt, glaube ich, weiter. Oder? Ja, ich glaube, hier geht's weiter. Ja, sieht danach aus, weil ich hier erstmal ein Herz draufgehen. Ach, und ich habe erstmal Bomben gelegt. Das ist aber schön. Ich glaube, ich rüste mal lieber was anderes als Bomben aus. Ah, war hier jetzt nur das Herzteil? Ja, war anscheinend nur das Herzteil. Na, guck mal hier, was ist das denn? Oh, was für ein riesiger Wasserfall! Ein wahrhaft überwältigender Anblick! Na dann. Oh, hier können wir vereinen. Ah, und er hat das Hinteil? Ja, die beiden Fragmente passen perfekt. Es geschieht etwas Wunderbares. Kurz zur Quelle. Sehr gut, hier sind wir richtig. Das gefällt mir. Du wirfst das garantiert nicht runter. Die Steine in der Tür! Ach so, die sogenannte Quelle ist hier. Dieser Wasserfall ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule. Gustav sagte, dass wenn er etwas liegt, das zum ersten Element führt. Lass es uns anschauen, Rapkin! Drei Ausrufezeichen. Och, Mist. Ja gut, dann Lampe. Ja, hier könnte man runterfallen. Sonst ist es dreckig. Wenn hier einfach so runterfällt. Hat mir ja schon ärgerlich, was ist hier? Das sieht so anders aus. Egal. Egal, ich geh einfach weiter. Oh, und ich brenne. Was soll das? Ah ja. Ich frag mich gerade. Ja, das geht. Sehr gut. Okay, ich weiß endlich, wie ich die kaputt kriege. Ich glaube, das gehe ich jetzt auch für die anderen. Ach, wir kriegen hier Bomben und das hier sieht so verdächtig aus. Na dann, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Ah, ein geheimes Öffnungsteil. Oh, wir haben ja fast voll. Was ist denn da drin? Ich hoffe, kein Geld. Nein, mysteriöse Muscheln. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier weiter, wenn es hier schon so geheimnisvoll ist. Und hier ist schon wieder dunkel. Rüsten wir doch mal lieber die Lampe aus. Oh, Scheiße. Geist, wer? Oder Geist. Ein Geist. Man sollte schon richtig laufen. Gegen eine Wand bringt das nichts. Hier braucht man drei. Hier braucht man drei. Oh, diese Gegner. Ey. Nö. Du lebst noch. Kandidat. Das müssen wir hier ein bisschen Schiebehilfchen machen. So, das ist jetzt nicht so schwer. So, und hier. Hier können wir jetzt. Wie sollen wir das denn machen? Das geht sogar. Ja, das ging nicht. Okay. Mach mal so. Ja, nee, wollen die nicht. Wie soll ich das denn veranstalten? Weiß ich nicht. Brauche ich, glaube ich, aber auch nicht. Ich komme nämlich hier einfach wieder raus. Okay, was haben wir hier? Nochmal 100 mysteriöse Muscheln. Dafür der ganze Aufwand. Okay. Ach Gott, ach, das ist nur, um es wieder wegzuschieben. Oh, Rapkin, du bist wieder der Schlauch auf der Welt. Oh, ich denke, das ist super an hier. Naja, egal. Ja,
Achso. Ich kann doch. Kann ich ziehen? Kann ich mit dem eigentlich jetzt ziehen? Ich weiß gar nicht, was geht. Hä? Ich bin äußerst irritiert gerade. Ah ja. Und so, ne? Weiß man Bescheid. Moment. Ihr seht vielleicht schon, dass ich ein wenig verwirrt bin. Muss ich das jetzt kapieren hier? Ja, eigentlich schon. Ach so. Ja, sag das doch mal einer. Och, man, Kinder. Ich hab doch vorhin schon geschoben, da ist nichts passiert. Nee, das sehe ich nicht ein. Und es ist wieder dunkel wie sonst was. Na dann, runter hier. So, hier ist wieder ein ganzer Rubin drin. Sogar ein ganzer, kein halber. Richtig großzügig. Moment, das hätte ich gerne da und jetzt muss ich das so machen. So, damit hätten wir die Bomben auch wieder. Ich muss sagen, der Bumerang ist ganz nice. Okay. Jetzt kümmert das irgendwie auch nicht. Ob ich hier. Oh Gott, einen Bombenwerfer auf so einem. Ja, ganz toll, danke schön. Denke ich hier nicht stolz auf euch. Wo sind überall diese Typen drin? Na gut. Wenn sie Spaß dran haben, sich hier zu verstecken und zu sterben, dann soll es ihnen doch auch unmöglich sein. Dies ist ein demokratisches Land. Ja, du wolltest doch. Bist du da runtergekommen? Kann man dich irgendwie töten? Naja, auch egal. Träger der heiligen Macht des Windesflügel mögen nun auch dich tragen. Hatten wir ja noch nie. Okay, Wind mal klar. Das Ding trifft mich auch noch. Sehr schön. Na dann. So, was soll ich hier nur tun? Oh nein. Solch ein schweres Rätsel. Wow. Amazing. Mysteriöse Muscheln. Und wir haben schon wieder maximales Geld. Einen Moment, ich muss mal hier ganz kurz. Na, da hat die Nase gegrillt. Naja, egal. Bei euch brauche ich das hier. Nein, so rum. So, geht mal her. Stirb dran. So, besiegt er uns jetzt insgesamt noch ein halbes Herz. Also wenn ich mich weiterhin so anstelle wie bei dem letzten Boss, dann könnte es sogar gut sein, dass ich ein Herz dran brauche. Ich will es ja nicht mal vermeiden, dass ich zur Hexe muss. Naja, aber mit zwei Feen passt das eigentlich. Ne, Moment, erst den. So. Das sind richtige Pro-Reflexe hier. So, du kleiner. Ach, ich kann dich komplett ansaugen. Oh, flieger Mäuse. Mach keinen Stress. Ganz ernsthaft. Stirb dran. Und natürlich 100 Rubine, die ihn nicht bringen. Okay. Oh, nee.
Nee, ja noch nicht. Moment, da war noch was. Hier geht's hoch. Okay, was ist hier oben? Okay, und wo sind wir hier? Was bist du denn? Und? Was bist du? Was ist das? Ein großer Wirbelwind. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir nur machen? Wir gehen zum anderen Weg. Was? Lebst du? Gott, was ist das denn? Müsst ihr mir jetzt übrigens nicht beantworten. Ich glaube, ich weiß sogar noch, was das ist von damals und weiß auch, was der macht. Ja, ich weiß noch, was der macht. Ich glaube, dafür brauchen wir Lichtfragmente für wie so vieles. Okay, und wo kommen wir wieder hier hin? Okay, okay. Wo kommen wir hier hin? Oh, zu Räubschleim. Ich sehe das doch, dass du dich echt ist. Aber hier unten. Das war doch Lüge und Intrige. Mir bringt das ganze Geld zwar nichts, aber irgendwie braucht man irgendwie so viel Geld. Nö. Das ist also die Höhle der Rubine. Okay, und alle versinken bei mir gerade nichts. Das ist doch schön. So, und da kommt man hier raus. Ne, Moment, wohin führt das hier? Zu einem Wasserfall. So, das heißt, schnell wieder hier rein. Und wieder zurück. Denn wir hatten das ja schon mal gemacht mit den kleinen Wirbelstürmen, dass wir uns durch die Lüfte geschwungen haben. Und das Ganze funktioniert mit den großen auch. Und? Nur auf eine etwas andere Art und Weise. Ihr werdet sehen, was ich meine. Und? No. Über den Wolken. Zack. Ich lebe noch. Rapke, du Wagemut hat auch seine Grenzen. Stürz dich einfach in einen Wirbelsturm, das hätte unser Ende sein können. So etwas, deine Wagemut hat sich offenbar doch gelohnt. Hier ist am Ende die Welt über den Wolken. Hier muss es etwas geben, das zum Element führt. Suchen wir danach. Ja, erstmal willst du Fragmente fangen. Ja, wir haben sogar was. Sehr gut. Was passiert nie? Hier kommt irgendwas. Wird irgendwas gespawnt oder eine Kiste oder so? Ein Gegner. Ein goldener Gegner. Bringt Geld. Wir passen zusammen. Passiert jetzt irgendwas Gutes? Nein. Guck mal, ich habe doch schon das richtige Eis benutzt. Das kann man hier noch was machen? Nee, das schwabbelt einfach nur rum. Kann ich das anzünden? Nö. Du musst nicht die Bumper raus, weil ich die Bumper haben. Die mach ich. Also, mögen. Und so, mit anderer Aussprache. Oh, hier ist was. Himmelsfragmente fallen? Wundersame Wolke. Nee, sorry, ich hab nichts für dich. Was machen wir nur? Was machen wir denn aus der Höhle? Wenn du als Mensch von der Erde auf Wolken gehen kannst, dann musst du ein guter Mensch sein. Ich habe ein Problem. Ich habe mit meiner Schwester auf den Main gestresst. Auf dem Rücken weht plötzlich kein Wind mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ja, das ist scheiße. Ne? Du, wir können wieder fahren. Sehr gut, sehr gut. Passiert jetzt irgendwas, dass du wieder nach Hause kannst? Oder hier passiert was? Ach so. Ja, seht euch das an. Das Wasser verschwindet und wir kommen da durch. Das ist natürlich auch sehr gut. Und hier ist noch... Nee. Ich würde sogar sagen, wir gehen nochmal kurz zurück, weil der Part eh weit vorbei ist im Grunde. Und das heißt, wir gehen nochmal kurz in diesen Wasserfall rein und danach ist der Part noch vorbei. Dann machen wir das mit über den Wolken nächstes Mal. Dann müsst ihr euch halt mal gedulden, ja? So, und ich glaube, das Schlauste wäre, wenn ich hier lang gehe. Damit ich da direkt hinkomme. So, jetzt können wir so und so und da rein. Und da drin ist ein Herzteil. Hey, Herzteil. Da gibt es noch einen Herzcontainer mit jemandem. Das ist ein Herzteil. Oh yeah. Wie viel haben wir nun? Eins. Achso. Ja, siehst du.
Habe ich das eben verpasst, dass wir einen neuen Herzcontainer bekommen haben? Hey, wir haben vorhin einen Herzcontainer bekommen und ich habe es nicht mitgekriegt. Hey. Okay, ich würde sagen, das ist ein fast würdiger Abschluss. Wir töten noch den goldenen Gegner. Mein Geld brauche ich sowieso nicht mehr und ich kriege dauernd Geld, ja? Also, demnach kann man den doch einfach mal so tun. Werde gestunt. Du Dreckstier. Das hüpft hier die ganze Zeit rum und verarscht mich. Das Ding ist schneller als ich. Erwischt. Okay, so ist, glaube ich, die einzige Methode, den wir nicht zu besiegen. Ja, wenn du einfach hinter mich hüpfst. Dann ist das dein Problem, weil ich dich jetzt besiegt habe. Und du bekommst theoretisch 100 Rubine dafür, aber bist da bescheiden so, ne? Okay, gut, jetzt haben wir eine Menge Leben an dem Gegner verloren. Das hat sich doch gelohnt. Ja, und jetzt, sind wir ganz toll. Ja, sind wir, weil wir hier die Fee bekommen haben. Kann ich mir die nochmal holen? Das wäre ja ein Ding, wenn da gleich nochmal eine Fee drin wäre, aber dann wären wir ja wieder voller Leben und so, ne? Die ist wirklich noch da drin. Okay, die bleibt auch da drin. Das finde ich natürlich gut, ne? Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch, und zwar genau hier, bei diesem fetten, schwabbelnden Pfirsich. Nein, keine Ahnung. Okay, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei The Minish Cap. Bis dann.